beginnen wir jetzt gleich. Hamdi Damani steht am Anschlusskreis und das Spiel beginnt. FC Wegberg B gegen Alemannia Aachen, die Gäste in Schwarz von rechts nach links. Schließen hier direkt mal ab. So. Versucht Nummer 2. Fair. Die rutschen daran vorbei. Das erneut brenzlige Situation, aber es kommt eben kein Spieler von Wegberg Beek. Hakenberg. Sucht Damani. Fault Hühne meiner Meinung nach. Nimmt auf jeden Fall die Hände dahin. Und erste gefährliche Situation. Also meiner Meinung nach eben Damani gegen Hühne. Schon ordentlich mit den Händen dran. Ist gerade Marco Müller. Mit dem Abschluss und dann grätscht Gündüz da noch irgendwie rein. Tobias Severins gibt den Freistoß in Aachener und das ist Franco Uccelak und der kann Freistöße flach und hart sehr platziert schießen. Uccelak. Uccelak! Und das ist das 1:0 für Alemannia Aachen. Ich hatte es gerade erwähnt. Er hat für Fortuna Köln den ein oder anderen Freistoß reingewumst à la Naldo. Und diesmal gar nicht mal so flach, sondern hoch ab in den Winkel. Franco Uccelak, der Innenverteidiger von Alemannia Aachen mit diesem Traumfreistoß. Und das ist natürlich der bestmögliche Zeitpunkt für die Führung. Kurz nach der Pause schauen wir es uns nochmal an. Uccelak. Boah, was für ein sattes Ding. So, Kühne, Kühne oder Fair. Fair macht's. Und Moss muss das erste Mal richtig eingreifen. Also wir merken, Freistöße sind hier ein probates Mittel, um Torgefahr zu generieren. Und er wird das doch wohl nicht nochmal tun. Franco Uccelak. Uccelak. Und nochmal! Ja, das, wo bist du denn hier? Das ist ja unfassbar. Franco Uccelak kopiert seinen Treffer zum 1:0. Also da wirst du ja bekloppt. Der Mann kann einfach Freistöße schießen. Aber zwei Freistoßtore in einem Spiel, ich glaube, das gab es zumindest in der Regionalliga West von ihm noch nicht. Franco Uccelak. Das ist ja unglaublich. Sehr schwierig zu halten für Zabel. Das kann Uccelak einfach. Aber jetzt vielleicht nochmal Wegberg mit dem Anschlusstreffer. Arifi, Hasani. Zu wenig. Von den Nummern 8 und Nummer 9 von Wegberg Beek und Alemannia Aachen gewinnt 2:0 gegen Wegberg Beek hier im Waldstadion. Am Ende definitiv verdient. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.